Servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, heute an meinem Auto unterwegs. Ich möchte ein bisschen am Spitzerberg aufschauen. Mal schauen, ob ich da ein paar Schwammeln finde. Lassen wir uns überraschen. Feucht genug war es gewesen. Suchen die Parasol. Ja, wir sind dann ein paar Minuten oben am Spitzerberg und dann schauen wir weiter. Ja, da fahren wir ein paar Feldwege ab und dann sind wir da. Heute mit Wasser durchgehen. So, da sind wir. Da stellen wir das Auto jetzt her. Und dann schauen wir ein wenig Schwamm an. So, bin ich herum angekommen, gehe dann ein Stück am Weg entlang, dann schmeiße ich mich rein in den dichteren Wald, so wie da, und dann schauen wir, ob wir Glück haben oder nicht. Sagen wir mal so, ich gehe gleich mit einer nicht findenden Erwartung ein, dann ist die Enttäuschung nachher nicht so groß. Die letzten Jahre habe ich nicht gerade besonderes Glück gehabt beim Schwammerl suchen. Ja, ist so. Ja, da ist eh schon aufgegeben habe, dass ich noch was finde. Vor Jahren hat es da so viel Schwammerl gegeben, Parasol. Und wirklich seit ein paar Jahren ist absolut nichts mehr zu finden. Ich schaue da vorne jetzt noch auf so ein Platzl. Da habe ich auch schon mehr gefunden gehabt. Aber auch nichts ist, gehen wir ein bisschen spazieren, weil schaut sich die Gegend an. Auch schön. Ich habe noch keine Ahnung, was das für eine ist. Jetzt schaut euch einmal das an. Ha, das ist genau meins. Das Waldstickel da. Herrlich verwunschen. So, und da müsst ihr das gleich oben rauskommen. Theoretisch. Schauen wir mal, was praktisch ist. Aber was schön ist da. Da war ich auch noch nicht. So, schaut so aus, wenn wir mal raus dran. Jawohl, da ist der Weg. Ja, für den Trip da herum bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht ausgerüstet. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich durch den Wald durchstrafe und nicht in der prallen Sonne renne. Ich habe auch nur 0,3 Liter zum Trinken dabei und einen kalten Kaffee. Aber ja, schauen wir mal. Ein bisschen schwules Gewitter, Triebis. Aber gehen wir mal weiter. Die Richtung muss ich sowieso zurück. So, ich bin jetzt wieder in den Wald reingegangen. Ich habe mich da vorhin über eine Wurzel halber gestessen, hat es mir
ein bisschen einen Stich im Knie. Das schmerzt jetzt dezent. Und ich werde jetzt auch nicht mehr in der prallen Sonne mal da rein. Ich werde jetzt schon langsam einen Platz suchen, vielleicht das da. Einmal einen Schluck trinken. Und meinen Kaffee lutschen, meinen kalten. Und dann schon langsam da wieder runter und auf dem Waldweg retour, wo es ein bisschen kühler ist und im Schatten. Naja, was so ist. Es ist zwar nicht extrem der Schmerz, aber ich spüre es. Und da war ich gern beim Auto, bevor das Ärger werden sollte. Naja, schauen wir mal. Was ist das Einzige, was ich dabei habe? Das sollte reichen. Ah, da haben wir es jetzt ein bisschen. Ich habe noch ca. 4 km bis zum Auto, dann bin ich da. Ja, dann wieder einen kalten Kaffee selber gemacht. Ja, Freunde, auch wenn er kalt ist, die ganzen Krankensessel gesund werden und dann den Rest. Prost! Oh, der tut gut auch. Ja, ich glaube, ich kriege Fieberblasen auch noch. Keine Ahnung woher. Ja, den einen Schwammerl habe ich mitgenommen. Ist wahrscheinlich das Einzige, wird das Einzige bleiben. Und ich habe keine Ahnung, was das für uns ist. Da haben wir nicht die Voraufforderung. Ich kenne es echt nicht. Ich kann es nicht sagen, was das ist. Ja, diese kleinen Flaschen von Welt, da waren nicht diese fixfertigen Kaffee drin. Da mache ich mir meine jetzt daheim selber. Lass ihn ankühlen, auf in Eis kosten und dann habe ich einen viel besseren dabei. Zusammenpacken. Und solange das Knie nicht mehr schmerzt, die Heimreise antreten. Sicher, sicher. So, heute brauche ich nichts putzen, heute habe ich nichts verdauen. Platz ist so, gehen wir. Platzpatronen. Da noch eine. Dann hat, naja, nehmen wir mit den Schaus. Ja, das war's dann mal wieder. Meine Ausbeute ist ja grandios, muss ich gestehen. Ne? Den einen, was ich gar nicht weiß, was das ist. Und sonst nichts. Ja, ein bisschen Mist haben wir zusammengeklappt. Na, wenigstens was. Und jetzt geht's zurück zum Auto. Weit habe ich nicht mehr. 500-600 Meter schätze. So, Ausblick am Hausberg. Steht die Droschke. Ja, Freunde, da sind wir wieder am Auto. Ist zwar nicht so gelaufen, wie man es vorgestellt hat, aber egal. Meistens kommt es anders, als man denkt. Ja, in dem Sinne sage ich aber trotzdem wieder danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Wünsche noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Buben.